Moin Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von We Were Here Forever. Beim letzten Mal haben wir ein Drehrad, glaube ich, weggebracht und sind jetzt under the sea. Wir suchen immer noch den Kraken, weil er ist unser bester Freund. Er will kuscheln. Ja, ist ein Kuschelkraken. Mein Ziel ist es, der armen Valerie hier Luft zu geben und ihr ein paar Wege freizuschalten. Allerdings ist die Kommunikation leider nicht immer so möglich, weil wir haben sehr begrenzte Mittel. Auch wenn hier 5, 6 Karten an der Wand knallen, ist der Weg null erkenntlich. Also der ist nicht so, von da kommt man dahin, sondern es ist einfach, irgendwo ist sie halt gerade. Du kannst gerne, warte mal, du müsstest, wie gesagt, bei dem hier sein. Ich weiß nur nicht, wo du mit dem gelben Schalter was aufgemacht hast, weil ich sehe keine Tür. Ich werde mal komplett zurückgehen, weil jetzt ist die Area viel, viel größer, was ein Problem mit der Luft sein könnte. Du musst halt Calls machen, ne? Dann es kann ich hier helfen. Ja, dann. Das auch Watch Dogs. Ich muss jetzt den Weg zurück, weil da waren auch viele Türen. Was war hier? Nicht verlaufen. Ist hier ein Hebel? Ah, da ist ein Rohr, okay. Wo keine Luft rauskommt. Was ist hier? Hier ist... Ach, von hier bin ich gekommen, ich dumme Nuss. Okay, cool. gut, dann hier lang. Hier war ich noch nicht. Hoffentlich finde ich irgendeine Art Tierchen oder sowas, das ich dir sagen kann. Ja, aber du... Ich habe das Ziel mit dem Totenschädel gefunden. Da habe ich sogar zwei leider. Mhm. Da ist ein Totenschädel, da ist ein Totenschädel. Der eine hat die Swatchlocks. Also entweder bist du jetzt bei dem Totenschädel. Ist in der Nähe ein Luftteil mit so vier Dreiecken. Jeweils mit dem schweren Seite nach. Also zwei, die nach oben, zwei nach unten zeigen. Nein. Dann lauf mal weiter. Keine Ahnung, also ich habe hier zwei Stück. Einmal das, wo du gerade hergekommen bist. Und einmal da eins noch, das Single steht einfach nur mit so einem Rohr. Okay, die Area scheint doch nicht so groß zu sein, wie ich gedacht habe, weil hier endet das dann quasi schon. Okay, ist doch nicht so riesig, die Area. Hat einfach nur sehr viele Tunnel, wo man im Kreis laufen kann. Cool. Also gibt es die einzige Luftatmungsstation da hinten, wo ich einmal war. Ich bin davon aus, dass da noch mehr kommt. Das Problem ist erstmal haben, weißt du? So, ja, mehr. Nein, hier gehe ich nur im Kreis. Da gibt's nichts. Dann gehe ich wieder langsam zurück, weil da muss es noch irgendwas geben, weil hier kann ich, gibt es keinen Heber? No, kein Heber. Gott, man stampft hier echt rum, ist der Hammer. Okay. Dann gehe ich mal nach, hier nach links. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Okay, vielleicht doch grün. Jetzt bin ich bei dem Totenschädelvogel. Der hat einen Körper wie von einem Reiher. Von einem Kranich, sag ich mal. Und hat dann einen Totenkopf. Ja, das ist da, wo du hergekommen bist. Nee. Den anderen Totenkopf ist komplett auf der anderen Seite gewesen. Nein. Ja, es gibt zweimal. Einmal den, der halt so einen, der einen langen Kopf nach oben hat und der Totenschädel guckt nach vor, nach so links weg. Mhm. Dann gibt es so eine Art Pferdekörper und Totenkopf. Und da guckt der Totenkopf dich an. So, ich atme jetzt einmal eine Runde und dann schaue ich mich nochmal um, weil irgendwas muss es also hier noch geben. Also bist, denke ich mal, auf diesem Blatt, wo du vorher mal gewesen bist. Nö, das ist ja... Schwer. Gut, schauen wir mal da nach hinten. Ich glaube, da hinten gab es jetzt nichts. Nö. Cool. Dann gehe ich nochmal dahin. Hier sind Schienen unter Wasser. Okay. Nee, ich glaube, da musst du tatsächlich wieder was machen, weil ich habe jetzt alles gedreht. Ich müsste nur wissen, wo wäre gut. Ding ist, ich sehe halt leider nicht, wo genau du bist oder habe auch keinerlei Hinweise. Also ich bin jetzt beim Rohr wieder, wo ich atmen kann. Genau, also mit dem, wo du dann das Knöpfchen gedrückt hast eben für mich, ne? Ja. Gut, die Frage ist nur, was soll ich machen? Das ist so, wo ich gerade ein bisschen hänge, weil ich habe nicht so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache jetzt halt einen Weg frei, weil ich sehe keine Wege von dir oder überhaupt, ich sehe auch nicht, ob wenn ich was mache, was ich bei dir ändere, sondern ich kann einfach was machen, so wie eben. Aber ich guck mal gerade rum, dass ich was mache, ohne dir den Sauerstoff abzudrehen. Ja, das wäre cool. Ich meine, ich würde es merken, wenn der Sauerstoff alle geht, so ist es jetzt nicht. Ja, klar. Dann sage ich einfach was und gut. Wenn ich den dann rüber... Da habe ich dir gegeben. Dann kann ich die beiden machen, dann fällt der weg. Ist eh scheißegal, sehe ich gerade. Ist es das? Ja, also bist du. Und Luft ist leer. Ja, jetzt kommt die Luft wieder durch.
Okay, ich mach mal so, dann kann ich nämlich die... Alles gut. Linke... So, dann bleibt die Luft an für dich. Dann kommt der hierher, dann kann ich mal einfach dahin schießen. So, warte mal, jetzt muss ich gerade mal bei den Bildern gucken, weil ich guck mal, wo du noch warst. Du warst da. Der müsste jetzt auch Sauerstoff haben. Hat er auch. Ich würde empfehlen, geh einfach mal nochmal rum. Ich habe jetzt mal woanders noch ein bisschen Sauerstoff durchgeleitet. Ja. Denn du hattest einen zweiten Totenkopfschädel. Ja. Und da habe ich jetzt Sauerstoff reingeballert. Okay, da haben Sie jetzt schon, welche von den beiden das ist, weil das sind zwei bei mir. Also nicht der, der Kranich, sondern der mit dem Pferdekörper. Der andere. Okay, warte, dann müsste es jetzt gleich bei mir rechts. Genau. Da, also ich sehe schon was. Sehr gut. Ja. Okay. Ist direkt weil am Anfang bei mir. Weil das war das einzige andere Ort, wo du jetzt warst. Also musste es ein das sein, denke ich. Und dann ist aber dahinter noch ein Rohr, was wo nichts durchgeht. Auch nur die Bilder. Oder irgendwelche Hinweise. Naja, der Pferde, der Totenkopf mit dem Pferd. Pferdekörper und Langschweif. Ja, da habe ich, ja Luft angemacht. Da habe ich ja jetzt Luft angemacht. Da gibt es aber zwei Rohre, wo du Luft anmachen kannst. Okay, ich habe nur das eine auf dem Bild. Was kannst du mir sagen, was für ein Rohr oder ist da nichts? Naja, da ist einfach nichts. Also. Okay, dann lasse ich dir das, wo du jetzt bist, an und mach dir andere aus. Mhm. Im besten Falle. Warte mal gerade, jetzt muss ich mal gerade was gucken, bevor du abkatzt. Vielleicht kann ich mir auch dich, kann doch beides anmachen auf eine andere Art und Weise. Ach, mein Ach so, der ist eh dauerhaft an. Wenn ich hochgeht, müsste der doch eigentlich jetzt Sauerstoff kassieren. Außer ich habe natürlich den Grundweg da ausgemacht für. Jupp, der ist es. Dann ist der allerdings, der kriegt jetzt über. Kommt dann darüber. Das heißt, der ist hier nicht mehr. Ich war noch mal hier rum. Vielleicht merke ich irgendwas, dass vielleicht irgendwo eine Tür offen ist oder so. Okay, bei dem Kranich kann man gar nichts machen, weil dieser Kranich-Totenkopf ist einfach eine Sattgasse. Like, thanks. Ist halt blöd, ich kann halt nichts machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist einfach nur den einen, das eine Rädchen drehen und das war's. Mehr kann ich nicht machen. Außer rumlaufen und wenn eine Tür offen ist, da durchgehen. Jo. Ja, damit habe ich den Sauerstoffzufuhr schon mal gesichert. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht ist da hinten die Tür offen. Ich weiß ja nicht, wie die Pipes connected sind miteinander. Ja, man kann jetzt so, sagen, dass da hinten die Tür offen ist. Habe ich den jetzt angemacht? Der fährt rüber. Das an, das an. Hier einfach was drin. Tür ist offen. Das dachte ich mir schon. Okay. Da ist eine Tür offen, warte mal. Bei dem einen Rohr, bei dem ersten Rohr, was du mir freigemacht hast, da ist auf der gegenüberliegenden Seite ein langer Flur, wo jetzt eine Tür offen ist. Und durch die Tür gehe ich jetzt durch. Ja, ich habe hier, gerade jede Menge einfach so richtig verbunden, wo ich aber keine Ahnung habe, wie das halt sich hier verläuft. Da gibt es jetzt eine Zweigung. Da geht es entweder geradeaus oder nach rechts. Ich werde mal nach rechts gehen. Ich werde jetzt einfach alles beschreiben, was ich mache, dass du dich auskennst. Da ist ein dunkler Tunnel, wo ich nicht durch kann. Okay, cool. Und da sehe ich eine Statue, nämlich ein Lama mit Flügeln, die nach unten gehen. Und er hat quasi so einen Schweif. Die Federn gehen dabei nach unten. Diese. Okay, da hast du Botchdogs. Da gibt es ein Rohr, genau, wo Luft durchkommen kann, meiner Meinung nach. ich bin gerade am Connecten. So. Wunderbar, da kommt das Luft durch. Atme ich einmal kurz rein. So, die letzte Mal, dann gucke ich mal, was es hier noch so gibt. Eine offene Tür. Und da geht's nochmal tief runter. Aber nimm nochmal so viel Sauerstoff, wie du kannst. Ja, warte, es gibt eine Tür, die ich mit Sauerstoff füllen kann. Und dann geht die hoffentlich auf. Ja, jetzt habe ich einen Checkpoint die gemacht. Blaue. Genau. Und nämlich jetzt ist es so, ich vermute, du kommst im Hauptraum raus, weil ich glaube, jetzt hatten wir alle anderen Räume. Ja. Das heißt, in dem Hauptraum müsste eigentlich durchgehend Sauerstoff sein, weil der ist aus irgendeinem Grund bei mir als dauerhaft angezeigt. Na, das warum? Finde ich nicht schlecht, aber ich weiß es nicht. Jetzt können wir schon die Tafel T-Shirt drei gelbe Türen. Die gelben Türen sind die, wo es immer einen Knopf gab. Oder so aus einer Art. Also guck mal, was du machen kannst. Ich versuche derzeit mal weiter zu filtern, ob ich noch ein bisschen was hier
an den Sauerstoff. Naja, dauerhaft. Der einzige Weg führt jetzt quasi nur noch mal nach unten. Ja, dann, ja, nee, nee, ich meine, wenn du unten bist, was du machen kannst. Ja, weil ich guck gerade mal, ob ich irgendwie schon anders noch Sauerstoff jetzt hier überall hin verfriemeln kann. Okay, gut, ich bin jetzt unten angekommen. Und das erste Rohr gibt mir schon Luft. Cool, das lass auf jeden Fall nichts machen. Ich will mich erstmal umgucken. Mhm. Aha, okay, cool. Das heißt, ich kann nur noch mehr da atmen. Das heißt, da kannst du eh nichts machen. Das ist einfach ein freies Rohr. Ja, das ist ein indiziertes System jetzt, wo du bist. Okay. Also ich habe die Symbole, die du da jetzt hast als Rohr, als Sauerstoff, sind bei mir halt immer an. Bei mir ist es so, du hast diese Tür und dahinter ist halt das Sauerstoffsystem. Mhm. Und ich denke mal, du kamst jetzt entweder von unten oder von rechts. Das heißt, du müsstest... je nachdem, wo du jetzt herkommst, entweder nach links oder rechts können. Rechts war bei mir ein, also bei dem Sauerstoff, wo ich glaube, dass du bist. Wenn du vom Sauerstoff wieder hochgehst, ist rechts eine Sackgasse, links kannst du entlang gehen, dann kommst du wieder an ein T-Kreuz. Dann müsstest du aber, also rechts ist dann die Tür und links musst du entlang für den ersten Schalter. Dann geht das dann so um links um die Ecke und dann ist ein Schalter. Okay. Ich gehe davon aus, du kamst nämlich hier raus. So. Weil wenn du da rauskommst, macht es keinen Sinn, da ist das Ziel. Und da musst du, deswegen lohnt sich dich jetzt, da ist nämlich bei mir was ausgeschwärzt und ich habe das Gefühl, da könnte der Kraken sein. Da willst du also nicht hin. Aber ich weiß nicht, wo du genau bist. Da ist eine Wolltür rechts zu mir, jetzt kann ich schön raus. Genau, dann gehst du jetzt nach links. Ja. Und dann geht's nur noch nach links und da ist dann einfach Sackgasse. Aber da ist ein Schalter irgendwo für die Tür, die du hattest. Das schaut aus wie so eine Kneifzange, so eine Rohrzange. Rohrzange. Die nach rechts schaut. Also es sieht halt wie ein Pfeil aus. Ja, das aus, heißt, ich muss den hier gerade wieder anmachen. Das hieße, kann ich den irgendwie schneller anmachen? Kurz. Mal gucken. Kann ich einfach den hier machen? Die Tür ist ja nicht offen. Nö. Okay. Okay, also ich sehe gerade das Problem gerade nicht. Hey, wieso bist du denn jetzt falsch? Okay, Kneifzange habe ich. Kneifzange hast du? Ja. Okay. Kneifzange. Cool. Dann müsste jetzt bei mir die Tür offen sein. Und hoffentlich ist da irgendwo was... Also die nach rechts weg kommt, die Knaufzange habe ich gemacht. Okay, warte mal. Dann müsste jetzt die Tür offen sein. Ich guck mal. Genau. Ja, offen, ja, perfekt. Genau, und jetzt ist das Ding. Du gehst dann rechts um die Ecke, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Da gehst du aber nur ein paar Meter bis zur nächsten Abzweigung rechts. Oder guck erstmal nach deinem Sauerstoff. Gibt's keinen. Du hast kein Sauerstoffproblem mehr? Okay. Doch, habe ich. Aber ich sehe keine Sauerstoffpipe. Achso, nee, du müsstest zurückgehen zu dem. Also von der Tür aus dann der erste links, dann direkt die erste rechts, dann bist du wieder an der Sauerstoff. Weil ich denke mal, du wirst die auch noch brauchen. Ich weiß es aber nicht, weil ich weiß nicht, wie du bin ich bin aus der Tür rausgekommen. Wo soll deine Pipe sein? Nein. Du müsstest den Weg wieder zurück. Achso. Genau, also an der Tür einfach wieder umdrehen, 180 Grad Wende, dann wieder zurück, die erste links, die erste rechts und dann passt es. Die erste links. Da war der Sauerstoff. Ja, da komme ich aber nicht mehr hin, wenn das ist, was du meinst. Da komme ich ja nicht mehr hin. Das war die letzte Pipe, die ich habe. Die ist nämlich an einen Vorsprung. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Ach so, das wird mir gar nicht. Ich renne da wie bescheuert. Super. Das hat mir jetzt okay, ja gut, gekostet. Nee, das sehe ich. Ich sehe hier nichts. Bei mir ist alles flaches Ebenensystem. Hm, ranzig. Okay. Ja, dann. Jetzt so, geh durch die Tür die erst rechts. Genau. Welche Pipe hast du? Das sind die ganzen Dreiecke, die nach außen gucken und die in den Ecken halt sind. Und in der Mitte quasi so eine. Waagrechte Raute liegt. So, dann brauche ich den hier, dann brauche ich keine Ahnung, was die aber macht. Ja, da. Die geht runter und dann brauche ich den hier. Sehe ich das richtig? So, dann heißt es der und der verbunden. Das heißt den. Guck mal, ob die Tür offen ist. Ich weiß nicht, welche Tür. Ich muss erstmal. Ah ja, da ist die Tür offen, ja. Sehr gut. So, dann gehst du durch die Tür durch. Ja. Allerdings, also gehst du, wenn du von diesem Schalter weggehst, dann gehst du halt durch die Tür, die jetzt offen ist, dann gehst du nach rechts direkt. Zweimal. Ich dann ist der nächste. Ist gleich eine Pipe, weil jetzt geht mir langsam echt die Luft aus. Nee, da ist keine Pipe. Deswegen müssen wir uns beeilen. Geh rechts und dann guck, was du brauchst. Das sind zwei Rauten, die nach oben zeigen. Die sehen ziemlich spitz aus. Zwei Rauten nebeneinander. Und das Symbol. Scheiße, senkrecht. Warte. Irgendwo zwei Rauten sind die.
Die Wunden, die sind so zwei Routen nebeneinander, die richtig lang gezogen worden sind. Ich weiß nicht, ich sehe die. Das Problem ist, ich denke mal. Zwei Routen. Ach so! Die! Oh shit, warte mal, dann ist es das andere Symbol. Das hier, dann muss ich den nur verbinden. Ich glaube, ich den hier wieder drehen. Oh, Tür ist offen. Der ist offen. Cool, ganz cool. Warte. Und wenn du durchläufst, ganz, ganz schnell durchlaufen, da ist direkt Luft. So, und dann geradeaus bist du in dem letzten Ding und da sehe ich gar nichts mehr zu. Ah, ich habe jetzt mit Rauten was anderes gemeint, was du meintest, aber ja, passt. Oh Gott. Ja, okay, Breathtaker. Ja, ich bin halt ein Lebensretter. Das ist ein Problem. Ja, ne? Ich bin halt gut in meinem ich Job. Ich will nicht allein sein. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wieder aus, als würde ihr irgendwas mit Zeit laufen wieder. Oh Gott, habe ich keinen Bock drauf. Bei mir ist ein fetter Anker. Ich hoffe, wir ziehen den Kraken raus. Bitte lass uns endlich den Kraken rausziehen, Mann. Das sind hier ist ein Schalter. Ich drücke einfach Schalter. Ich mag Schalter. Mensch, du kannst doch nicht einfach irgendwas machen. Da war ein Schalter. Ja, aber ich bin in einer riesigen Halle. Die oh bewegt mein sich jetzt. Gott. Ja, also ich glaube, wir waren wild, was mit Kraken. Hier sind nämlich zwei Armbrüste. Ich habe mich noch gar nicht hier umgeguckt. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier machen soll. Ich auch nicht, aber das ist der Joke. Du hast mir nicht die Zeit gegeben, Mann. Ich habe auch... Nein, ich hatte nur das, die Möglichkeit. Wir mussten direkt durchziehen jetzt. Ich habe hier ein neues Rätsel. Das Rätsel finde ich schon mal gar nicht cool. Gut. Und hier ist noch ein Rätsel. Das raffe ich nicht mal. Finde ich noch besser. Und noch ein Rätsel, das ich nicht raffe. Es wird... hier ist kein Kraken. Wir haben das Ding rausgeholt. Ja. Ich habe dich hochgezogen, kann das sein? Ja. Ach, siehste, ich habe doch an dich gedacht. Oh, ich will hier raus, Mann. Subnautica ist tatsächlich mein persönlicher Horror. Ich denke aber schon, dass wir wirklich noch angegriffen werden, warum sollte sonst hier ein Ballist da sein? Hallo. Hi. Komm mit mir, folge mir, wenn du leben willst. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich gehe einfach mal raus, wir müssen beide die Treppe hoch, weil bei mir... Eine Harpune, oder was ist das? Oh, du hast Muni? Ich habe keine Muni, oder? Doch, habe ich. Kann da eh nichts nehmen, deswegen. Ich kann da auch nichts machen, also... Pff. Da ist ein Löffel als eine Waffe, was ist denn das? Ey, man muss nehmen, was man kriegen kann, okay? Scheinbar ja. Scheinbar ist der König sehr arm gewesen in seinem letzten Leben. Ja, wir haben Rätsel hier... Rätsel. Genau. Und dann haben wir noch mehr Rätsel, wo ich Zahlen habe und Knöpfe. Oh, ja. Das sind Rohre. Oh Gott. Yeah. Warte mal, wie sieht's mit der Zeit aus? Nee, 15 Minuten erst, leider. Schade. Ich frag für einen Freund. Achso, ich brauch doch dann nur den das hier. Das erste kann ich gar nicht bewegen zum Beispiel. Okay, gut, dann kann ich ja nur zu diesen Buchstaben-Zahlen-Ding gehen. Okay. Ja. Verstehe noch nicht ganz. Oder warte, ich verstehe, glaube ich, schon, was ich hier machen muss, oder? Nee, tue ich nicht. ich nehme an, du bist... Davon habe ich keine. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Ich denke mal, du hast dasselbe wie ich. Du hast eine Platte mit 4x4 Spielfeldern. Oder? 4x4? Bei mir ist okay, es dann hast du doch, ja, doch. Und da ist ein Gerät, das Rohre senden kann. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir vom Start Rohre durch diese Pipeline setzen, also eine Pipeline setzen von diesen Punkten, bis wir das dann abgeben können. Das heißt, ich brauche zwei. Irgendwie was mit zwei Feldern gerade oder zwei. Dann nehmen wir. Davon habe ich nur keine. Okay, das heißt, ich könnte eine quer holen. Obwohl, ich hätte zwei für quer. Aber hast du auch dann so eine Art schwarzes Brett, sag ich jetzt mal, wo A, B, C, D, E draufsteht? Ich hab, ja genau, das ist das Pipeline-System. Okay. Und du siehst aufgrund der Zahlen, die da sind, wie viele noch drin sind von dem jeweiligen System. Ich raff das noch nicht, ich behirn's momentan noch nicht ganz. Also ich weiß nicht, ob, also ich habe dieses schwarze Brett, da sehe ich zum Beispiel ein A links. Dann ist da zwei rote Punkte in einem, ja, in einem Feld. Und dann daneben ist eine Zahl, bei mir die 0. Ja, bei mir auch. Und das bedeutet, du hast von diesen Teilen keine da. Okay. Jetzt ist bei mir bei B allerdings halt ein Punkt und unten rechts ist dann der Punkt. Und das ist das Rohr, was von oben links nach unten rechts geht. Und das habe ich halt zweimal beispielsweise. Aber wo sind dann diese Rohre, dass ich das verstehe? Du musst auf den Buchstaben drücken, dann kommen die rechts an so einem Postrohr raus. Ach so.
Boah, jetzt habe ich das verstanden. Dafür hast du mich doch. So, ich hätte das jetzt nicht verstanden, wenn ich das nicht drauf gedrückt habe. Ach, und die wollen, dass ich das Rote zum Blauen verbinde? Yep. Du musst den Weg craften. Gucken wir, ob sie den ersten wirklich simpel gemacht haben oder nicht. Ach, und die... Nee, das macht keinen Sinn. Ah, oh, kann mehrere mitnehmen. Cool. Ah! Ach, und du gibst mir die rüber. Hä? Ach, du machst mir das dann... Okay, pass auf, ich sehe... Ja, pass auf, das Rätsel ist noch geiler. Du hast nebenan ein Brett und je nachdem, wie du die verbindest, gibst du das bei mir weiter. Das heißt, du hast jetzt von oben links... Ach, wir machen quasi wie das Schuhbinden-System. Genau, Schuhbinden. Also du gibst mir das dann rüber und ich gebe es von da aus weiter. Okay. Muss mal gucken, kann ich das überhaupt von da aus irgendwie rüberkriegen? So. Ich darf das nicht, oder was? Oder... Wait, what? So, bei mir ist das durch. Und bei dir? Nee, bei mir leuchtet gar nichts mehr auf. Also bei mir ist das jetzt oben halt ein Ding fertig. Hä? Okay. Ich hab hier so ein Pinöpel. Nee, hoppla. Bei mir war es damit fertig. Ja, bei mir nicht. Muss ich mal gucken, vielleicht müssen wir da was machen, aber... Ey, warum denn nicht? Bei mir fängt es oben links an und oben direkt daneben, also im A1 fängt es an und in A2 hört es auf. Hat jetzt was von Schiffe versenken gesagt. Ja, ich verstehe nur nicht ganz. Ist es auf dem ersten Brett? Ist es 4x4, von dem du redest, oder? Ja. Also das allererste Brett, wo ich hinkam, ist ganz, ganz hinten an der Wand. Ja. Und da habe ich halt diese Felder, dieses 4 runter, 4 rechts, 4x4 eben. Und bei mir fängt es oben links an, in blau. Und rechts daneben, direkt oberste Reihe, das zweite Feld, hört's auf. Ich denke, bei dir hört's woanders auf und ich muss dir jetzt noch das Signal weitergeben. Ja, auf jeden Fall. Wo fängt's bei dir an? Wo das Rohr jetzt aufhört, weil ich habe ja schon ein Rohr gesetzt, ne? Also bei mir fängt es ganz rechts unten an. Okay, da habe ich nichts. Okay, und das hast du weitergegeben jetzt zu an... A, B, C, 3. D3. Okay, dann bist du der hier. Warte, ich muss mir gerade ein paar Rohre holen gehen. Ich habe nicht mehr so viele. Und dementsprechend kann ich jetzt gucken, wo ich es hin tun kann. Ich sag dir dann einfach die Spots, wo ich jetzt Sachen verlegen kann. Dann kannst du es einfach weiternehmen. So, bei mir ist C3, Safe Call. Ich hätte jetzt einfach für B2 oder für von C3 auf B2 oder von C3 auf C1. Warte mal, kann ich das überhaupt? Nee, ich kann... Ach, geht gar nicht. Ich kann sogar nur für dich... Warte mal, ich brauche aber dann den einen hier. Den habe ich nicht. Den gibt... Der ist weg. Hey, wo ist der hin? Ich kann das gar nicht... Mir fehlt ein Rohr. Eins meiner Rohre ist weg. Hä? Was ist even possible? Was ist überhaupt hier Phase? Ich raff gar nichts mehr. Ruhig gesehen könnte ich halt so machen, dann hast du das Ding. Aha, bei mir leuchtet aber noch nichts mehr auf. Okay. Also bei dir müsste jetzt B2 leuchten. In so ein gelber Punkt in dem B2. Gelber Punkt? Ja, B2 gibt's bei mir nicht. B2 ist bei mir non-existent. Entweder B3, wo ich ja aktuell drin bin. Dann vielleicht unten links. Da habe ich jetzt was. Bei ja gut, das C, mir dann gar nicht. Bei C2 leuchtet es jetzt bei mir auf. Ja gut, aber das bringt nichts, weil bei mir hört es oben bei bei A2 auf und das ist ja dann kritisch. Weil ich habe jetzt den Punkt gar nicht. Bei mir ist jetzt aus dafür. Kannst du es bei B3 leuchten lassen? Nein, du hast ja in B3 reingeschickt. B2, Entschuldigung. Meine Güte. Nein. Nein, also kann ich halt warte echt nicht, weil... damit wir das beide richtig verstehen. Das Senkrechte sind die Buchstaben und das Waagrechte sind die Zahlen, oder? Ja, ja. Okay, gut.
Also A oben und D ist unten. Hä? Nein, dann siehst du es ja genau falsch, wie ich es sage. Nein, nein, du hast gesagt, waagrecht sind Zahlen. Ja, von oben, wenn du ganz oben bist, von links nach rechts ist A, B, C, D. Nee, 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 also man macht immer... Ja, so hab ich das gemacht. Ja, ja, weil du sagtest aber auch gerade Zahlen waagerecht und dann war ja von links 1, 2, 3, 4 und von oben nach unten ist von A nach D. Also du hast schon richtig gesagt, aber du hast es anders gemeint, das ist noch geiler. Ja, wir kommen mal weit. Okay, bei mir fängt bei A 1 an und hört bei A 2 auf, das heißt... Oben A, D ist ganz unten, links oben, also links ist 1 und rechts ist die 4. Bei mir fängt A1 an, da habe ich so einen blauen Punkt und bei A2 hört es auf. Du hast mir jetzt bei B3 einen Punkt gemacht. Ja. Wenn ich jetzt bei mir das rein tue, also das Rohr reinschmeiße, könnte ich halt bei mir Feierabend damit machen. Aber ich weiß nicht, wo du halt, also du brauchst irgendwo unten rechts, hast du gesagt, das Ende, ne? Nee, unten rechts ist mein Anfang. Ah, okay. Und bei mir ist bei A3 tatsächlich. Okay. Dann, ja gut, kannst du, also ja gut, ich bin fertig verbunden. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob wir irgendwie was haben. Ach, warte mal, ich glaube, ich weiß, was mein Fehler war. Das geht nicht, das dachte ich mir. Komm, nimm das. Ach, kann ich nicht aufnehmen. Theoretisch gesehen, wäre das eine Möglichkeit? Das hieße, dann müsste ich den hier damit verbinden. Ich habe dir jetzt bei B2 Licht gemacht. Du müsstest mir deins verbinden, wenn du kannst, auf die C3. Ich schau ganz kurz. Oder warte mal, musst du das? Oder habe ich noch ein Rohr? Nee, es müsste dann das sein, definitiv. Ich habe hier ein kleines Problem. Kann aber auch alternativ erstmal gucken, ob ich es nicht weit anders weiterleiten das könnte. Das Miese an der Sache ist diese begrenzte Stückzahl an Rohren, die man da hat. Jo, und an der Stelle melde ich mich wieder hier direkt aus dem Schnitt, denn ich bearbeite gerade dieses Video und merke, wie lange das überhaupt geht, wie lange dieser Part eigentlich ist und ich den echt krass zusammenschneiden muss. Da ich mir das Video selber ansehe, bemerke ich erstmal, wie unter Anführungszeichen kompliziert das Rätsel ist. Das Rätsel selbst ist zwar jetzt nicht so schwierig, aber man muss erstmal drauf kommen, was da von einem verlangt wird. Und das war erstmal eine knifflige Stelle. Deswegen ist das Video am Anfang so ein bisschen, also zumindest ist das Rätsel am Anfang sehr, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist halt sehr, ich finde da keine passende Beschreibung dazu. Aber im Prinzip ist dieses Rätsel aufgebaut wie so eine Art Schnürsenkelsystem, dass ich den leuchtenden Punkt zu Skinner weiterleiten oder reichen muss und er wieder zu mir. Und wir müssen bei jedem freien Plättchen oder bei jedem freien Kreis müssen wir die auf jeden Fall mit Rohren voll platzieren. Das war jetzt super erklärt von mir. Nicht. Aber ja, so läuft das eben ab. Und das hat bei den ersten zwei Brettern dann auch gut funktioniert. Also vor allem beim zweiten Brett haben wir das ja dann verstanden, wie das geht. Das Problem war, dass ab dem dritten Brett wir vermuten, dass da ein Bug drin war, denn irgendwie haben wir dann ein System gehabt bei den ersten zwei Brettern, dem wir gefolgt sind, aber ab dem dritten Brett hat dieses System nicht mehr funktioniert, weil alles anders einfach war. Also wir vermuten, dass da ein Bug drin war, aber wer weiß, vielleicht gehört es auch so, einfach damit der Schwierigkeitsgrad nach oben geht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, musste ich an der Stelle das Video ein bisschen vorspulen bzw. ein bisschen was rausschneiden, weil sonst ging dieser Part tatsächlich eine Stunde. Tatsächlich, aber gut, ihr werdet jetzt gleich das Ende nochmal sehen auf jeden Fall. Ja, viel Spaß noch. Passt auf, Leute. Alle anderen Rätsel waren so, wir haben das gleiche Brett gehabt. Bei dem Brett hier ist aber das Rätsel anders. Erstens, wir haben beide von jeder Farbe einen Ausgang. Das heißt, wir mussten beide jeweils einmal die Farbe splitten. Ich habe für sie gelb gesplittet und sie für mich blau. Das heißt, wir haben es einfach weitergegeben. Gut ist es. Problem ist, wenn sie zum Beispiel bei, sagen wir mal, A2, was ein Dreierloch verwendet hat, was dann eben bei B1 und B3 rauskommt, ist es aber bei mir querfeld eingegangen. Ja. Das heißt, ich konnte das komplett anders da halt erst nutzen. Und dadurch, dass wir komplett verschiedene Bretter haben, da hing halt der Logikfehler. Und da ich habe nicht erwartet, dass das nach dem dritten auf einmal ein Change von dem Brett gibt.
Dadurch konnten wir die Lichter instinktiv nicht gut weitergeben. Und wir mussten natürlich gucken, dass halt jeder auch eine Farbe bekommt. Nachdem wir das natürlich dann erstmal gemerkt haben, deswegen wollte ich unbedingt die Buchstaben verwenden. Nachdem das aber dann auffiel, war das Kindergarten. Also da waren wir jetzt innerhalb von einer Sekunde durchgefühlt. Ja. Aber natürlich erstmal raffen, das ist ja auch mittendrin, das Ändern war jetzt ein bisschen... Jo. Interessante Lösung, das hat halt einem wirklich ein bisschen gerade das Hirn vermartert. Man, er hat es nicht bisschen. So erwartet, sagen wir es mal anders. Gar nicht. Jetzt funktioniert diese Bübel auch, weil jetzt können wir da rein. Ganz ehrlich, also ich muss wirklich mehr hinterfragen bei dem Game, weil das war, glaube ich, der Fehler von uns. Wir hinterfragen das nicht. Wenn es zweimal gut lief, weil es halt logisch ist, dann akzeptieren wir das einfach. Und jetzt das ist, glaube ich, unser Kraken. Fehler gewesen. Ich denke mal, aber wir haben diesmal eine Kugel dabei. Ich weiß nicht, ob naja, egal, wird. Wir haben es geschafft. Auch wenn wir uns erstmal eine Zeit lang dumm an. Ich werde auch jeden Fall was rauscutten und. Ja, ich. Eventuell werde ich auch mal kurz den Leuten dann schildern, was also im. Ja. Mit so einer kleinen Pause im Video oder so. Ich guck mal, wenn. Je nachdem, wie ich es hinkriege. Me too. Das hat das Herz erwartet. Mein Gott. Egal, jetzt kommen wir zu einem schönen Rätsel, bitte. Danke. Zum Kroken. Ein Kroken. Okay, pass auf. Auf drei Schere, Stein, Papier. Warte. Okay. Eins, zwei, drei. Statistisch gesehen nimmt man zu 80% Stein als erstes. Ja. Es ist total dumm. Aber es funktioniert. Ja, man sollte deswegen immer Papier nehmen. Ja, ja, theoretisch gesehen sollst du immer Papier als erstes nehmen, weil 80% instinktiv den Stein nehmen. Wegen der Handbewegung ist es. Hm. Der Handbewegung sorgt, das sah jetzt aus, als würde ich mir einen rütteln. Diese Handbewegung sorgt eben dafür, dass der Instinkt eher zu Stein tendiert. Ja, das stimmt. Guck mal, weiße Haie. Wenn du so anfangen würdest, würdest du vermutlich auch eher Papier nehmen oder so. Mhm. Ja, ist unser neuer Freund, das ist Harry, der Hai. Ich dachte, er ist so Bruce. Fische sind Freunde, kein Futter. Wir müssen mal Ruff zusammenspielen. Oh, nein. Ah, doch. Alles, was mit Meer unter Wasser zu tun ist, mein persönlicher Horror. Wir sind nicht unter Wasser. Wir sind auf dem Wasser. Ja, das macht's nicht besser. Warum? Auf dem Wasser ist besser als unter Wasser, trust me. Nicht, wenn man weiß, dass man vielleicht... Wow, okay, das kriegt eine interessante Farbe hier. Also der Hai ist Kindergarten. Seine ganze Familie habe ich schon dreimal ausgerottet. Also bei Raft, Junge, irgendwann habe ich so ein Hai... Aber Subnautica finde ich schlimm. Subnautica finde ich schlimm. Ich habe Subnautica geliebt, die beide Teile. Ich habe die so durchgesuchtet. Kraken! Jau! Hallo? Junge, das Ding war teuer, das haben wir gerade geschenkt bekommen, du Lappen. Der hält uns ganz schön fest. Ich habe eine Frage, eine systematisch kleine Frage. Wo ist der Anfang? Warte, drücken wir. Hebel. Was? Achso. Okay. Ich habe mich jetzt vorhin erstmal hingesetzt, aber... Ach, passiert nichts, okay. Ja, weil wir uns vorhin hinsetzen müssen. Ja, du. Ja, sitz. Wieso nicht du? Oh mein Gott, jetzt darf ich wieder gegen Kraken kämpfen. Typisch, die Frau. Ja, nee, krieg ich hin. Ich habe hier ganz viele Symbole. Oh. Ich habe einmal ein Ohrensymbol. Ich wünschte, ich würde jetzt drin sitzen. Oh, fuck. Okay, das wird schwierig. Ich habe jede Menge TIE Fighter. It's question truthfully. Das klingt für mich nicht nach richtigem Englisch. Ist das ein Auge? Das ist ein Auge. Im Mund. Ah, was bist du? Oh, scheiße. Wir müssen dolmetschen. Nein, dein Ernst. Okay, ich habe hier einmal ein Ohrsymbol. Dann habe ich vier Symbole untereinander. Und nochmal ganz viele andere Symbole. Da steht jetzt, wir sollen auf die Fragen ehrlich antworten, aber ich weiß nicht, welche Fragen. Was für Fragen? Ich habe auch sehr viele Symbole. Ah, ich habe das Symbol. Warte mal gerade. Ich kann dir rübersenden, was der macht. Mhm. Mehr oder weniger. Ich habe das Symbol und sonst habe ich gar keins. Hast du nur ein Symbol? Er macht was mit dem Auge. Er hat so ein, könnte man das nennen? Er hat ein Symbol im Auge? Er hat ein Symbol im Auge. Er macht ein Symbol im Auge. Das Symbol ist bei mir einfach so ein Stab von oben nach unten. Und dann sind da so vier Wölbungen drin. Also wirklich, stell dir vor,
ein Stab, also so eine Linie von oben nach unten und dann vier Kugeln da drin. Okay, warte, das suche ich ganz kurz raus. Ja, hallo, hier melde ich mich nochmal aus dem Schnitt, denn ich habe mitbekommen, dass das Video echt zu lange geht und eine kleine Sache ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass wir gar nicht erklärt haben, was mit diesem Rätsel los ist und was es in sich hat. Daher eine kleine und kurze Zusammenfassung. Der Kraken hat mit uns kommuniziert durch sein Auge und durch die Geräusche, die er macht. Am Anfang haben wir nur die Symbole wahrgenommen, die er in dem Auge hatte. Also er hatte in seinen Augen immer Symbole, die er gewechselt hat, die nur Skinner sehen konnte, ich nicht. Aber wir sind auch später drauf gekommen, dass er auch Geräusche von sich gibt. Und Skinner musste ganz peinlich, sage ich jetzt mal, diese Geräusche nachmachen, damit ich die später bzw. hier auf dieser Plattform eingeben kann. Nur so weiß ich, was er fragt, dass wir richtig darauf antworten können. Und es war eigentlich tatsächlich ein Wunder, dass wir drauf gekommen sind, was die richtigen Antworten sind. Also ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin oder drauf gekommen bin, aber es war, das Rätsel war toll. Es war, ich glaube, eins meiner Lieblingsrätsel von dem gesamten Spiel bisher. Aber wow, also deswegen, ihr seht auf jeden Fall hier ein paar Einschnitte. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall noch den Rest. Aber es war schwierig. Also ganz am Anfang des Gesprächs mit dem Kraken hat der Kraken anscheinend Hallo zu uns gesagt und wir haben ebenfalls gegrüßt. Später hat er uns gefragt, wer wir sind und wir haben geantwortet mit, hey, wir sind Freunde. Und ich glaube, das Gespräch ging weiter mit, was wir hier wollen und um wem es hier geht. Und ja, und dass wir einfach nur gesagt haben, wir wollen flüchten, also escape. Also es war ein bisschen schwierig alles, aber es war eins der besten Rätsel vorerst. Deswegen schaut auf jeden Fall bei Skinner vorbei. Da seht ihr wahrscheinlich den ganzen Part, nur ich muss es hier echt zusammenschneiden, weil sonst habe ich echt 2 Stunden bald hier zusammen. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall mit dem Rest. Ich störe mich auch nicht. Ich fühle mich tatsächlich wie in dem Film Ein Königreich für ein Lama, wo Cusco immer dazwischen gekommen ist und Sachen erklärt hat. Und es tut mir leid, ich melde mich dieses Mal nicht mehr. Bye. Okay, gehen wir mal vom Logischen aus. Wir haben ihm Hallo gesagt. Wir haben ihm Hallo gesagt. Er hat ja davor uns anscheinend ja auch begrüßt, weil jetzt hat er ja einen Arm losgelassen. Das heißt, er hat uns gegrüßt, wir haben zurückgegrüßt, er hat einen Arm weggegeben. Also das scheint richtig zu sein. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Durch deine Blicksinne, weil ich weiß nicht, was du machen kannst. Das, weil du hast Knöpfe, aber mit denen kannst du nichts. Und du hast auch bei den Knöpfen dieses W und diesen Eddingstrich nicht, ne? Nicht in einem Wort, nein. Nee, also, dass man die. Nein. Du hast ja gesagt, du hast irgendwas zum Drücken, vielleicht könnte man ja, dann sagen. Ja, aber anscheinend bringt das Drücken gar nichts einfach. Es ist super, dass du alles drücken kannst und ich kann auch drücken, aber bei mir bringt das nichts. Herrlich. Weiß ich denke, nicht, das kommt ist das dann für eine Logik? Ich hoffe nicht. Okay. Die ist völlig fertig mit der Welt. Easy. Ja, weil ich ihm nicht übersehe. Ich weiß nicht, was er fragt. Ja, ja. Also, es ist. Gut, wie gesagt, ich habe hier nichts an. Also, ich gucke schon die ganze Zeit, ob ich noch was machen kann. Aber ich kriege halt einfach von ihm auch nur. Okay, warte. Diese Symbole. Ich habe eine Idee und entweder wir kacken ab oder keine Ahnung. Ja, ja, Pi mal Daumen. Gibt es bei dir das Symbol, was so aussieht wie ein Sessel mit 2 Kugeln drin? Also, nicht ganz ein Sessel von der Seite, sondern es sieht halt eher so aus wie so ein Held Hocker. Mit zwei. Nehmen wir es einfacher. Mensch mit 2 Köpfen? Ach so, ja. Ein Mensch mit 2 Köpfen, der die Arme nach oben hebt. Mhm. Und das zweite Symbol? Warte mal kurz. Dieser fette Eddingstrich. Nehme ich. Bitte töte mich. Nicht. Bitte, tu den Arm weg. Hau nicht drauf. Nein, nein, nein. War na gut. Und das funktioniert und ich glaub's nicht. Was hast du für eine Idee? Mit ihm zu reden. Einfach zu reden. Wir haben Raute, jetzt. Raute, Mustache ihn, ja, und wir, Edding. Okay. Gut, ja, was er sagt, keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt einfach nur geantwortet mit Freund. Dass wir sein Freund sind. Ich wusste nicht, dass das funktioniert, okay? Nein, es muss eine Übersetzung geben. Es muss irgendwo eine Möglichkeit geben. Ich denke mal, du kannst grob erahnen, dann aufgrund von 3 Symbolen, wo die drin sind, wo alle drin sind und sagst, okay, es könnte das sein und was ist das Logische? Ich denke, sowas wird sein. Also, weil wenn gar keine Info da ist, dann wird es einfach so ein Ratespiel sein. Oh mein Gott, warte. Weil du darfst ja falsch liegen. Warte kurz.
Ich glaube, ich habe eine kleine Erleuchtung gehabt. Du hast ja am Anfang gesagt, er macht ein Geräusch. Ja. Sag mir nicht, das ist eine Möglichkeit, die da ist und du hast sie einfach ignoriert. Das wäre auch sehr gut. Ja, eine ziemlich schwere Möglichkeit, um ehrlich zu sein. Also, weil dieses Instrument, was ich bei mir habe, wo man viele Knöpfe drücken kann, wenn ich jetzt einen Knopf drücke, gibt es ein Geräusch ab. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier drücke, gibt es bei mir ein Geräusch ab. Also wenn ich einen Button drücke und einen Hebel ziehe, kommt ein Geräusch. Hm? Und du hast ja gesagt, der Kraken macht auch ein Geräusch. Bitte dich. Nein, hör zu. Das ist nicht so einfach, wie du jetzt denkst. Ne? Weil du sagst, er macht ein Geräusch. Jetzt musst du mir aber das Geräusch wiedergeben, welches er macht. Und ich muss das eine Geräusch von, ich sag mal, warte mal, wie viele, ich rechne mal kurz um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, über, sagen wir ganz blöd aufgerundet, eins von 25 Geräuschen muss ich filtern. Ah gut, easy kriegen wir hin. Nein, ja gut, aber ich denke mal, die Symbole könnten vielleicht dann helfen auch. Das halt. Also welches Geräusch, weißt du, welches Geräusch macht, er gemacht hat? Erstmal eine Raute mit. Eine Raute mit. Ist es die fette Raute? Nee, die normale, also es gibt nur eine Raute. Ja, buch. Die waagrecht liegt, meinst du? Nee, also nicht den Edding, sondern die Raute. Also passt, danke. Warte, was fragt er dann? Warte, da habe ich das, dann muss es das Symbol, nee, das ist das falsche Symbol, dann muss es, und die Raute, warte mal, dann ist es der Stuhl. Ach, er fragt nach einem König. Woher weißt du das innerhalb von eines Buchstabens? Weil ich zufälligerweise den Stuhl bei mir hatte. Den wirst du bei dir hoffentlich auch haben, ich weiß nicht. Diesen ist das ein Stuhl, wo eine Kugel drauf ist? Und nee, ohne Kugel. Die macht bei mir genau dieses Geräusch. Ich habe es einfach zum Testen. Mit einem X? Ja. Also okay, jetzt nicht drücken. Nicht drücken. Ja, ich kann jederzeit umswitchen, ist egal. Ich muss eh zwei Symbole das eingeben. Das hat er gefragt gerade. Ich habe nämlich einfach zum Testen, weil ich jetzt drauf gekommen bin, dass er ja ein Geräusch macht, dass ich ja mit dem ich was anfangen kann. Ich hatte zufälligerweise einfach dieses Stuhlsymbol da und hab's geklickt. Und bei mir kommt genau das Geräusch nämlich raus. Und er fragt nach einem König. Ja, Moment, du weißt einen Buchstaben. Ja. Also ein Teil, aber wir haben drei Symbole. Also es könnten drei, es sind drei. Ich frage, bist du der König? Kennst du den König? Bist du wegen dem König hier? Das Ding ist, was für andere Symbole? Da bin ich ja gerade dran. Der König hat nur zwei Symbole. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Warte, kurz. Ich muss gerade das zweite Geräusch noch rausnehmen, weil es sind ja mehrere Worte, die er sagt. Muss ach ja das dritte so. Warte. Puh. Warte mal, wie soll ich das Geräusch nachmachen, Mann? Was ist das für eine Scheiße? Brrt, würde ich sagen. Okay. Brrt. Ich gehe mal die Sounds gleich durch, die ich bei den Stühle habe. Ja, auch der Typ hat Blähungen, der macht keine, der will nicht reden, der hat einfach nur harte Blähungen und braucht Hilfe. Also klingt das wie eine Blähung? Also, keine Ahnung, also alles davon klingt wie eine Blähung, nur anders. Ich weiß, was du meinst. Okay. So, und dann gibt er diesen Eddingstrich auch noch, oder? Stimmt, du brauchst die Symbole auch. Warte. Also ein Geräusch und ein Symbol ist es immer. Nee, ist es der Moustache? Also er macht drei Geräusche, also dreimal so ein Symbol mit drei Geräuschen. Das erste ist Raute mit diesem weißt du, dieses, wo du zuerst hast mit dem König. Ja, das ist der König. Das zweite ist der Moustache mit diesem, warte. Ein Moustache. So, brau. Weißt du, brr. So, und der zweite ist das da. Das wäre das zweite. Versuch das mal grob zu finden. Warte. Okay, bleiben wir einfach mal beim König. Ob das richtig oder falsch ist, ist egal. Geräusche nachmachen muss wie so ein Depp am Ball. Ja. Warte, ich such mal etwas, was vielleicht Sinn macht. Bräuchst du, dass du nicht hier drin gesessen hast? Nee, jetzt langsam nicht mehr. Warte, was ist das? Du musst dich hier nicht zum Narren machen. Mit Geräuschen? Ja, warte. Wow, wenn das wirklich das Geräusch ist. Nee. Das wäre gut. Klingt das so, als ob er so gurgeln würde? Also so, als ob er gurgelt, wenn er irgendwie Wasser im Hals hat und dann gurgelt? Also gurgeln würde ich es nicht nennen.
Und eher so ein so, stell dir vor, ne, du drückst die Spüle und du hast da drauf halt, glaub, so und dieses so, dieses Geräusch, was wieder zurückschallert. Ich sehe schon, okay, Schwierig zu erklären halt. Ich warte, und gibt es ein drittes Symbol auch noch oder nur die zwei? Ja, es gibt dann noch einen fetten Edding. Ein fetter Edding. Das macht... Der faucht dann, okay. Ja, mehr oder weniger faucht. Ich glaube, es soll ein rollendes R werden, aber ich bin mir nicht sicher, was das ist. Das macht alles keinen Sinn. Stell dir vor, du hast, stell dir vor, es kommt Luft aus dem Wasser raus, also wieder hoch, und dann platzt hier, kommt das ja, ne, oder als, es klingt jetzt blöd, aber als würdest du unter Wasser furzen. Das ist das zweite Geräusch. Was? Wenn du es hörst, weißt du es auch. Es ist das Einzige, was mir jetzt absolut einfallen okay, würde, was wow. in die Nähe von dem Geräusch kommt. Ich wüsste halt nie, wie ich es anders so beschreiben sollte, wenn ich es beschreiben müsste. Das zweite ist aber eher so eine Art Fauchen, ja. Das dritte. Guck mal, ob du was mit dem Fauchen findest. Vielleicht kannst du die ersten zwei Worte, diese zwei Worte zusammen logisch zusammensetzen, okay. Damit er halt weiß, was er will. Es gibt eine Theorie, die ich glaube, ob sie stimmt, weiß ich nicht, weil ich einfach mit den Geräuschen nichts anfangen kann. So. Nee, oder das nicht, aber ich ging davon aus, wenn Klo verstopft ist oder wenn irgendwo Wasser, also wenn Rohr verstopft ist, dann, wenn du dran arbeitest, dann kommt ja manchmal Luft hoch und das Geräusch. Und ich habe mir jetzt einfach vorgestellt, wie kommt Wasser unter Luft unter Wasser? Also lässt man einen fahren. Das war jetzt die Logik, die sich im Kopf... Okay, sorry. So, mach deine Theorie jetzt. Wir kommen ja auch nicht mehr aus der Nummer raus. Meine Theorie ist, dass er sagt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er fragt oder sagt, dass der König verletzt ist. Ja, ist er kaputt, er ist tot. Ja. Wenn wir mit Ja antworten wollen, weil eigentlich ist er das ja auch, dann sollten wir... Die Logik würde Ja sagen und er würde dann helfen, vermute ich mal, weil das ist der Kraken des Königs. Wenn du Ja antworten möchtest, dann ist es dieses Unendlichkeitszeichen mit dem waagrechten Strich durch und dann die Raute. Oh, hör auf, wenn das funktioniert, dann fresse ich im Besen, ne? Jetzt ohne Witz. Wenn das funktioniert, heißt es, ich muss die Scheiße nachmachen, dann fresse ich drei Besen. Ach nein, hör auf. Schatz, bring mir den Besen. Heute gibt's Besen zum Abendessen. Wie? Das ist doch nicht normal, Junge. Jetzt kann ich mich wie so ein Vollidiot hier mit Geräuschen ablagen. Alter. Ja, einen Arm haben wir anscheinend noch. Dann lässt er hoffentlich los. Ja, bei mir sind sogar noch zwei in deine Richtung umlaufen. Echt? Theoretisch, ja. Warte mal, jetzt kommt der nächste. Das erste ist ein Stabsymbol. Das Stabsymbol macht, also so ein Walheulen, würde ich sagen. Ein Walheulen? Ja, dieses Okay, also den Sound zu finden kann dauern. Aber es ist wieder dieser Stab, hast du gesagt. Mhm. Ja, genau. Also es kann nicht so schwer sein, weil das ist das Beste, also einfachste, was ich bis dahin gehört habe. Ja, aber ist zu dolmetschen ist nicht einfach. Ja klar, aber hey, immerhin hab ich was gefunden. Du bist dran. Und ein Stabsymbol, hast du gesagt? Das war ein Stabsymbol drin. Genau. Also wieder mit den drei, mit den vier Kreisen drin, oder? Oh, jupp. Ja, okay. Ja, bei mir gibt's aber auch nur das. Sonst hätte ich fette Edding gesagt. Genau, es ist wieder der von oben nach unten mit den vier Kügelchen. Und dieses Was für ein Symbol kriegst du noch? Ist es nur ein Symbol, oder ist es... Nein, es gibt mehrere. Aber ich dachte, du willst erstmal das hier übersetzen, bis du es hast. Ich weiß nicht, was es heißen könnte. Ich will's raussuchen, warte. Nein. Ja, einfach dieses. Ja, ich muss alles durchgehen. Mit diesem Stab halt. Das ist das Erste. Ja, warte. Warte. Ich geh die Sounds durch. Junge, warte mal, du Vogel. Trau kann nicht so schnell, Mann. Da ist 25 okay, Knopf, du Dupp. Was? Das klingt wie ein sterbender Dinosaurier. Das ist schon mal nicht richtig. Sterbender ist ja auch. Klingt gut, finde ich gut. Klapperschlange. Denke mal, helfen oder so. Er wird irgendwie helfen wollen oder fragt, wie er helfen kann oder was wir wollen, um zu helfen oder so. Okay. Irgendwie so ein Kindergartenkram wird es sein. Oh, ich glaube, ich habe den Song gefunden, den du gemeint hast. Okay. Dann ist das erste Wort, was er. Mach ihn mal nach. Nein, um Himmels Willen. Du bist ein Arsch. Du lässt mich die Scheiße machen, aber du willst es selber nicht machen. Also das erste Wort, was er sagt, ist was? Ja, was du wollen. Das ist ein Deutsch. Wahrscheinlich. Ne? Also was wäre das jetzt, das vollständige Explorer Desire? Achso, was wir
Abenteurer suchen? Also was ist unser Begehr? Ein Ausgang, Alter. Ein Ausgang also, aus der Hölle. Ne? Was, was Erkunder wünschen, so auf die Art. Hm. Was wollen wir? Dafür brauchen wir eine Antwort, was wir wollen. Was du wolle? Raus? Gibt's das überhaupt? Nach Hause, bitte. Ich suche gerade, ob es da irgendwas gibt, was uns da was wir antworten können. Mann. Okay, also unser Ziel ist halt, also er fragt uns halt einfach nur, was Explorer, what's your desire? Dementsprechend, was ist dein Begehr? Was willst du? Was ist dein Verlangen? Wir wollen abhauen, weit weg okay, von dem jungen Mann. Nehmen wir Escape. Das muss ich jetzt gut beschreiben. Das erste ist quasi eine gewellte Schnur, die an beiden Enden dann so einen Strich hat. Weißt du, was ich meine? Gewellte Schnur, ja. Ja. Also wirklich die mit schönen Runden. Ja, nicht, einfach nur, oder so. Ist einfach nur eine Welle, die auf beiden Enden halt ein Ende hat. Ja, genau. Und dann den Eddingstrich. Das heißt Escape. Also weg hier. Weg wäre ganz cool. Ja. Bitte weg. Ob das funktioniert. Wäre das Einzige jetzt, oder nicht? Ist auch okay. Monster Bargain. Mann, was eine Murkserei mit den scheiß was Geräuschen. Erstmal zum Narren machen, wie so ein Depp im Walde, weißt du? Aber glaub mir, das ist kein normaler Kraken. Der hat am Arsch hat er einen Mund, so richtig mit fetten, langen Zähnen und ein echt krankes Auge, das aus dem Mund rauskommt. Mhm. Es war Kraken. Nicht so geil. Also es ist nicht so das, was man sich unter... Oh, schade, ich hätte dich beide umgebracht. Verdammt, Dax. Ja, hätte nicht mehr viel gebraucht, tatsächlich. Gut, dann aber weiter auch. Runter. Was? Bin nicht mehr weiter runter. Weil jetzt haben wir ein klitzekleines technisches Problem. Theoretisch, wenn wir jetzt weiter runtergehen, bei den Rissen, die ich schon Luft reinlassen würde, das einfach Druck. Sprengen. Ja. Hoffentlich haben wir einfach viel Glück und die Physik funktioniert hier drin nicht. Tut es auch nicht, sonst wäre viele der Rätsel gar nicht funktionell gewesen. Aber hey, wir haben's. Keine Ahnung wie, aber ja, wir haben's. Richtig motiviert. Aber Leute, das war's für den heutigen Part. Ja. Wir haben 35 Minuten nämlich für den ganzen Lachs gebraucht. Lachs, den Kraken, Alter. Ciao. Bye.